Heute möchte ich dir über den Disziplinmythos berichten. Warum du keine Disziplin benötigst, um nachhaltig abzunehmen. Wenn man mich heute fragen würde, was die größten Fehler beim Abnehmen sind, dann würde ich Folgendes antworten. Ich würde dir sowas sagen wie: Der größte Fehler ist mit Sicherheit, einen strikten Ernährungsplan zu haben. Einer der größten Fehler ist, sich einen Trainingsplan zu machen oder in Kurse zu gehen. Und ein weiterer großer Fehler ist, zu glauben, dass es mit Disziplin, Motivation und Willenskraft möglich ist, langfristig abzunehmen. Natürlich gibt es hier Ausnahmen und wie immer bestätigen Ausnahmen die Regel und doch das ist ein ganz geringer Bruchteil der Menschen, die das wirklich so mit purer Willenskraft durchziehen. Für die ist es auch so das Ein und Alles und die haben auch den vollen Fokus drauf und die lieben das förmlich und dann ist es auch völlig in Ordnung, ja. Denen fällt es dann auch durch diese Liebe zum Sport oder zu diesem Figurtuning in Anführungszeichen nicht so schwer, diese Willenskraft aufzubauen. Doch wir reden ja hier über den Alltagsathleten, über alle anderen da draußen, die versuchen, ihre Wohlfühlfigur zu erreichen. Und die meisten denken tatsächlich, dass sie nur einen bestimmten Trick, eine bestimmte Diät oder Trainingsplan oder ausreichend Disziplin brauchen, um endlich langfristig abzunehmen. Doch am Ende klappt es wieder nicht. Man ist frustriert, enttäuscht, wütend und die meisten verlieren dann auch nach und nach den Glauben an sich. Man denkt sich vielleicht irgendwann auch solche Sachen wie: Ich werde das nie schaffen. Doch dann versuchen sie es wieder mit noch mehr Anstrengung, um dann wieder an demselben Punkt zu landen, wo sie vorher waren. Und meistens mit ein paar Kilos mehr drauf. Und man fühlt sich natürlich in so einem Moment immer hilfloser. Und das führt dann wiederum stellenweise zu richtigen Essattacken. Vor allem abends und als Belohnung nach einem stressigen Tag werden dann gerne mal die Mengen größer und die Auswahl der Lebensmittel kalorienreicher. Und natürlich folgt dann das schlechte Gewissen, weil man immer noch seine Wohlfühlfigur im Kopf hat, die man unbedingt erreichen möchte. Und das, was man gerade getan hat, wieder genau entgegengesetzt wirkt. Es muss doch möglich sein, sein Essen wie andere genießen zu können, anstatt immer nur dieses Kopfkino und den inneren Kampf mit dem Essen zu haben. Es muss doch auch irgendwann für dich klappen. Also krempelt man wieder die Ärmel hoch, startet wieder einen neuen Versuch mit noch mehr Disziplin, einem größeren Defizit in der Diät, einem strafferen Trainingspensum. Ja. Und am Ende geht es wieder rückwärts. Man hat natürlich mehr Anstrengung diesmal reingesetzt, weil man die Kilos, die man durch den letzten Rückschlag mit dazu bekommen hat, auch noch mit runter sollen. Doch nach ein paar Tagen, spätestens nach ein paar Wochen, muss man wieder mehr essen. Es ist sogar, dieses Verlangen nach Essen ist dann so stark, dass man wie ferngesteuert nach dem Essen greift, sich teilweise gar nicht bewusst ist, dass man anfängt, hier und da zu snacken. Und schon ist man wieder draußen. Man denkt sich dann: Was bin ich denn für ein Versager, dass ich mich nicht daran halten kann? Es ist doch so einfach, gesund zu essen, warum klappt das bei mir nicht?
dann kommen solche Gedanken auf, die versuchen das Ganze sich zu erklären, zu sagen, ja, vielleicht esse ich einfach zu gerne, ja, vielleicht liegt es auch an meiner Genetik und solchen Dingen. Doch andere schaffen es doch auch. Und wenn ich meine Wohlfühlfigur nicht erreichen kann, dann kann ich damit einfach nicht abschließen. Und ich kann auch langfristig nicht glücklich sein. Glücklich und zufrieden. Das ist doch alles, was ich möchte. Ich möchte doch einfach nur meine Wohlfühlfigur im Griff haben und einfach glücklich und zufrieden und normal mit dem Essen umgehen. Man weiß ja schon so viel über Ernährung. Man hat schon viel gelesen, schon viel ausprobiert. Und obwohl man so viel weiß, bekommt man es einfach nicht umgesetzt. Und genau so oder so ähnlich geht es tatsächlich 90% meiner Coaching-Teilnehmer vor dem Start. Und die große Frage ist hier, was ist das Problem? Wir bei uns, Fundament der Fitness, nennen es Herausforderung. Weil ein Problem ist negativ behaftet und will nicht so gern gelöst werden. Eine Herausforderung hingegen ist etwas, was man meistern kann. Wo liegt also die Herausforderung? Die Herausforderung liegt einfach darin, dass die meisten Konzepte am Markt eben fixe oder flexible Regeln vorgeben. Das heißt, bei einem Programm musst du die Punkte zählen, beim nächsten musst du die Kalorien tracken, in der App eintragen, beim nächsten musst du x-mal pro Woche trainieren nach einer bestimmten Methode oder bestimmtes Equipment benutzen, etc. etc. pp. Und solange man sich dran hält, klappt es ja. Sobald man das nicht mehr tut, fällt man in seine alten Muster, Gewohnheiten und natürlich auch in seine alte Figur zurück. Meistens auch mit ein bisschen mehr Kilos am Ende. Die Herausforderung ist einfach die, dass man, wenn man diese Konzepte befolgt, braucht man einfach viel Motivation, Disziplin und Ehrgeiz, um es aufrechtzuerhalten. Doch ich frage dich jetzt einfach mal, welcher normale Mensch will schon sein ganzes Leben lang Kalorien tracken oder 5-mal die Woche zum Sport gehen, um seine Wohlfühlfigur zu halten? Es wird der ein oder andere sagen, ja, ich, ja, und das sind genau die, die für die sie diese Nachricht natürlich nicht ist, ja. Die Athleten, die Supersportler, die einfach Sport als absolute Priorität in ihrem Leben haben, nichts anderes, ne, die, natürlich fällt es denen leicht, ja, natürlich möchten die das so. Doch wir reden jetzt hier vom Otto normalen Menschen, vom Alltagsathleten, ja. Und was ist also der Schlüssel zum Erfolg? Und zwar muss man da ein bisschen weitergehen und ich habe selber über 15 Jahre lang einen Riesenfehler gemacht als Coach. Ich habe immer versucht, genau diese Konzepte, die es am Markt gab, diese Regeln mit meinen Klienten umzusetzen. Und wie auch in meinem Training und wie auch bei den Klienten selbst, die das auf eigene Regie oder vielleicht auch du das schon probiert hast, klappt es sehr gut, solange man sich daran hält. Doch was ist dann, wenn man sich daran nicht mehr hält? Dann fällt man wieder in seine alten Routinen und Muster zurück. Und wenn wir schon bei Routinen und Muster sind, dann geht das sehr stark in das Thema Verhaltensforschung oder Verhaltenspsychologie. Also habe ich mich in den letzten Jahren sehr stark um das Thema Verhaltenspsychologie gekümmert und habe festgestellt, dass der Schlüssel zum Erfolg tatsächlich die Gewohnheiten und Routinen sind. Also die Dinge, die man sozusagen wie ferngesteuert, wie auf Autopilot einfach so macht, ohne darüber nachzudenken. Und wenn man die dann hat, dann kostet uns das auch keine Disziplin, diese aufrechtzuerhalten, weil es ist einfach Teil von unserem Leben. Und der Schlüssel zum Erfolg ist natürlich auch der, seinen eigenen Weg zu finden. Und dazu bedarf es einfach ein individuelles Coaching. Weil
wenn es bei dem einen funktioniert, funktioniert es beim anderen nicht. Und jeder Mensch ist ja individuell und hat ja ganz viele Einflussgrößen, Faktoren, warum es bei einem anders funktioniert oder anders reagiert, warum wir anders ansprechen auf Training, auf Ernährung. Weil unser Alltag ist unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Familienkonstellationen, unterschiedliche Chefs, Arbeit etc. Es ist komplett unterschiedlich. Und deswegen ist der Schlüssel zum Erfolg eben nicht, ein bestimmtes System aufgesetzt zu bekommen oder sich an ein bestimmtes System mit viel Disziplin zu halten und dann wieder zu scheitern, sondern seinen eigenen Weg zu kreieren. Und dazu braucht es drei Dinge. Drei Dinge, die essentiell wichtig sind. Das erste ist Erfahrung. Das heißt, man braucht jemanden mit einem holistischen Ansatz, der Training, Ernährung und natürlich diese Verhaltenspsychologie, also sprich Routinen, Gewohnheiten, Lifestyle-Changing, so ein bisschen Organisation, der das alles unter einen Hut bekommt, der es überhaupt coachen kann. Und dazu brauchst du halt auch viel Erfahrung, weil viele Menschen, viele unterschiedlichen Fälle, gleich viel Individualität. Und deswegen brauchst du diese Erfahrung. Und mit über 15 Jahren Erfahrung und über 20.000 Coachings mittlerweile bringen wir die Erfahrung auf jeden Fall mit bei Fundament der Fitness. Das Zweite, was es braucht, ist Zeit. Wenn du den Autopiloten generieren möchtest, dann braucht es dazu Zeit. Und deswegen setzen wir bei uns im Coaching 3 bis 6 Monate an, weil erst dann wird aus einer kurzfristigen Umstellung, so wie die meisten das ja auch bei einem fixen Ernährungsplan machen oder bei einem Trainingsplan, bei dieser Umstellung kommt es erst dann nach bestimmten Zeit dazu, dass es Teil von deinem Leben wird, also Teil deiner Gewohnheit wird. Und deswegen braucht es noch eine dritte Zutat, damit das auf jeden Fall funktioniert, und das ist Wiederholung und Training. Wenn ich diese Dinge, die ich sozusagen für mich individuell super passend, also zum Beispiel Rezepte, die mir schmecken, Training, was in meinen Alltag integrierbar ist, etc., für mich integrieren möchte, dauerhaft, dann muss ich es über einen bestimmten Zeitraum, längeren Zeitraum, trainieren und wiederholen. Und da ist halt der Punkt, dass die meisten Leute irgendwann scheitern, weil sie ja so sehr in ihrem alten Muster drin sind. Das alte Muster war immer kurzzeitig was ausprobieren, auf die Schnauze fallen. Dann wieder aufstehen, nochmal probieren, kurzzeitig halten, wieder auf die Schnauze fallen. Und die sind in so einem Kreislauf gefangen. Und der Körper ist halt auch hier über viele Jahre, manche sind ja schon über 10 Jahre in der Diät, manche haben schon 15, 20 Diäten ausprobiert, der ist ja natürlich in einem Muster gefangen. Und aus diesem Muster erstmal rauszubrechen, braucht es jemanden, der dieses Muster erkennt, der die neuen Ansätze an die Hand gibt und diese mit dir über einen gewissen Zeitraum, über eine längere Zeit, so lange wiederholt und trainiert, bis die alten Muster und Verhaltensmuster sozusagen überschrieben sind. Und das ist halt auch eine Achterbahnfahrt der Emotionen, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und natürlich auch ist es mit ein paar, manchmal auch Rückschlägen verbunden. Und in so einem Moment ist halt ganz wichtig, dass du dann jemanden an deiner Seite hast, der dir sozusagen, ja, beiseite steht, der dich vielleicht kurz mal auffängt, der dich mal kurz stoppt und dich wieder auf den richtigen Weg bringt. Und genau in dem Moment, wo du bisher immer gescheitert bist, setzt dann sozusagen unser Training an und bringt dir neue Lösungsansätze mit oder Reaktionen, wie du auf solche Tiefschläge dann auch reagieren kannst, wenn du irgendwann mal wieder solche Tiefschläge haben solltest. Das heißt, man lernt enorm viel in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Mindset. Weil nur das Mindset, die richtige Einstellung in Kombination mit dem Training, also auf den Alltag abgestimmte Lösungsansätze, nach und nach die Veränderung bringen. Und jetzt fragst du dich natürlich, ja gut, wie läuft dann so ein Coaching bei Fundament der Fitness ab? In der Regel ist es so, dass wir mit einem Minimax-Prinzip fahren. Das heißt, wir sagen kleine, verdaubare Portionen an Veränderung pro Tag, akkumuliert über viele Tage, über viele Wochen, über viele Monate,
bringen einen enormen Hebel der Veränderung. Und dieser wird trainiert auf täglicher Basis mit nur einem Zeitaufwand von nur 15 Minuten. Das heißt, du kannst dieses Coaching erfolgreich absolvieren, wenn du gerade mal 5 bis 15 Minuten täglich Zeit hast. Dann machen wir noch jede Menge Live-Calls pro Woche. 3 bis 4 sind in der Regel angesetzt als Basisvariante. Es gibt dann noch Sondercalls zwischendrin. Und es reicht rein theoretisch, wenn du an einem Call teilnimmst. Und somit bist du mit einem mal 15 Minuten und einem Call von je nachdem, wie lange du teilnehmen möchtest, sagen wir mal 10 Minuten, 15 Minuten bis hin zu 60 Minuten pro Woche schon im Game. Kannst du es schon umsetzen. Und all diese Inhalte werden komplett individuell mit dir besprochen. Wir haben einen 1:1-Chat, wo wir auf täglicher Basis uns austauschen und nach das Ganze in die Umsetzung bringen. Wie läuft das Ganze ab? Wir werden dir eine Ernährung anhand von deinen Vorlieben, die in deinen Alltag mit deinen Bedingungen umsetzbar ist und schmeckt, nach und nach etablieren, Lösungsansätze finden für, wenn du unterwegs bist, im Büro bist, auf Geschäftsessen bist, eingeladen bist, all das, wenn du am Wochenende bei der Omi bist, ja, all diese Situationen haben wir Lösungsansätze parat. Und die werden wir dir präsentieren und die sorgen dafür, dass sich dein Lifestyle so genial ändert, dass du denkst so, ey, ich mache gar nichts anders und dabei machst du verdammt viel anders. Dann werden wir das Training anhand deiner Zielsetzung und anhand von deinem Zeitpensum generieren. Das heißt, wir kreieren es. Das heißt, wenn du zum Beispiel Verspannungen im Schultergürtel hast, vom vielen Büro sitzen, dann würden wir erstmal da ansetzen, auf kleiner Basis, kleine Sachen, die in den Alltag integrierbar sind, bis hin zu ja, Trainingseinheiten, wie du sie einfach machen möchtest, mit Kind, mit Hund, mit Partner, Indoor, Outdoor, zu Hause, im Gym, wenig Platz, viel Platz, auf Reisen, unterwegs, im Hotelzimmer, spielt keine Rolle. Wir haben für jeden Case Lösungsansätze parat, die mehrfach, hundertfach getestet wurden und umsetzbar sind. Und wir werden deinen Weg finden. Dann können wir uns um die Organisation deines Lifestyles, also sprich, was sind Zeiträuber, was sind Zeitfresser, wo gibt es Möglichkeiten, Stress zu reduzieren und so weiter, dass dein Alltag entspannter und entlasteter läuft, dadurch weniger Stress entsteht, durch weniger Stress auch weniger Heißhungerattacken entstehen und du einfach auch mehr Energie hast und vor allem Zeit hast für das, was dir wirklich wichtig ist. Zeit für dich, Zeit für die Familie, Zeit für Dinge, die du gern tust. Und zu guter Letzt werden wir dir eine mentale Transformation durchlaufen. Das heißt, wir werden dir viele neue Impulse geben, viele neue Erkenntnisse, die dafür sorgen, dass grundsätzlich deine Denke einfach anders da wird. Ja, dass du manche Dinge einfach anders da siehst, aus einer vielleicht positiveren Richtung, aus einer positiveren Brille. Und das hilft natürlich auch enorm, was jetzt die Erziehung der Kinder angeht. Das hilft in der Kommunikation mit dem Chef, das hilft in dem Familienleben intern, in der Familie, mit Bekannten, mit Freunden. Alle Leute werden dich auf einmal ein bisschen anders da wahrnehmen, positiv anders da wahrnehmen und es macht dich einfach total glücklich. Ja, und wenn du jetzt denkst, das ist genau das Richtige für mich, dann kann ich dir sagen, was mein Wunsch bei der ganzen Sache ist. Mein Wunsch ist es nämlich, noch mehr Leuten aus dieser Disziplinfalle rauszuhelfen, um dann ja, mit Leichtigkeit ihre Wohlfühlfigur im Griff zu haben und einfach ein glückliches, energiereiches Leben zu führen. Ja, und der nächste Schritt wäre im Grunde ganz einfach, dass du unterhalb von diesem Video oder Audio oder Text einfach kurz dich zum Strategiegespräch einträgst und wir gemeinsam mal schauen, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Und ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören.